Moin Moin Tag, Servus und Grüezi und nochmal Prosit Neujahr. Willkommen zu einem weiteren Let's Play von 7 Days mit der Jasmin. Hallo. Mit dem Antares. Moin. Und mit mir, dem Nobody. Servus. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das jetzt eine andere Konstellation. Das ist auch nur testbedingt, denn wie ihr auch gehört habt, Lasko und ich haben Bock, natürlich weiter zu zocken, möchten auch mal mit paar anderen Mitspielern zocken und ich hatte ja Bedenken angemeldet wegen meines Rechners, ob er es schafft. Nun sind wir zu dritt und wollen halt mal in Kombination mit dieser Aufnahme so einige Minütchen mal jetzt zocken, um zu sehen, ob das Spiel ja ein paar Probleme in den Weg stellt oder beziehungsweise mein Rechner. Also ihr Lieben, einfach munter drauf loszocken, als gäbe es keinen Morgen. Naja, toll. Kaum sage ich, das müllte hier die Gegend zu. Knochen. Und hier wird. Knochen? Knochen, Knochen, Knochen. Knochen. Hier wird. Knochen ist nicht schlecht, da kann ich schön Messer draus machen. Braucht ihr Messer? Nee, ich habe aber ein Jagdmesser, falls jemand braucht. Ach so. Also, wer will... Knochen sind ja sowieso wichtig wegen Kleber und Klebeband und so ein Krams, aber ich bin einfach überladen. Also ich habe mal jetzt hier, wer will, Knochenklingen gemacht. Kann man gerne einmal aufheben. So kann man schön wild auseinandernehmen oder zerlegen. Gibt mehr Fleisch. Und ja, also, lieber Lasko, wenn du das siehst, wir testen fleißig dafür, dass wir mit dir zocken können. Wenn das hier nicht klappen sollte, dann müssen wir halt auf einen Server umsteigen. Den werde ich dann über Nitrado organisieren. Aber testen wir erstmal. Ich krieg Angst, jetzt haut die vor mich. Wie ihr sehen könnt, es sind hier schon im Game so ein paar Minütchen verstrichen. Na, wir mussten uns erstmal finden. Und... ja, der Antares hat hier eine One-Man-Show gemacht, kam an hier à la John Wayne mit ein paar Women, hat dann nachts die Zombies gemetzelt. Nicht schlecht, Herr Specht. Während ich hier noch meinen Bogen hab. Oh, eine Tasche. Da kamen auch gerade ein paar Zombies raus. Uff. Wer infiziert ist, ich hab schon mal einmal Honig, glaube ich. Ist gut. Oh, da kommen ja noch mehr. Kuckuck. Boah, ihr seid ja flott drauf. Okay, ich brauche eigentlich nicht mehr anvisieren. Er lädt schneller nach. Ja, gute Sache. Gute Sache. Zelte immer schön zerlegen, gibt sehr viel Stoff. Ja, das hier gibt nicht so viel. Besonders am Anfang brauchen wir schön Bandagen, dann ist das nicht so schlecht. Also, wenn ihr euch wundern solltet, für dieses, nennen wir es mal Let's Test. Habe ich auch die Werte ein bisschen erhöht. XP auf 150. Denn wir wollen auch ein bisschen schneller zu mehr Sachen kommen. Das hilft uns dann auch herauszufinden, wie sehr das Spiel das verkraftet. Oh, schon wieder Schneezombies hier. Eiszombies. Boah, geil. Geil. Komm mal her. Erstmal den Bogen wechseln. Ciao. Ups. Was? Was war? Könnte mal gerade Hilfe gebrauchen. Warum schießt der nicht? Ah ja, stimmt. Nicht ragen, Junge.
In die Nüsse, da würde ich auch angry werden. Gut. Ich habe mich einmal böse gestunt und jetzt stehe ich hier mit 20 HP. Okay. Oh, oh, geh weg! Vorsicht, die sind auch hier vor der Tür. Ja, die sind gerade überall, hab ich das Gefühl. Oh, Military. Wenn der raged, haben wir ein Problem. Hinter dir, Jasmin, hinter dir. Aus der Ecke. Kommt, folgt mir mal, Leute. Kommt mal her. Put. Ich muss hier mal eben raus. Boah. Komm her. Ich glaube, ich bin infiziert. Dann kriegst du gleich... Oh, nein! Geh weg! Stun mich nicht, geh weg! Genau das habe ich gemeint. Geh weg! Oh, alter Schwede! Kleiner Tipp, wirklich alle raus aus dem Camp, das ist ein Todescamp. Ja, wir sind schon alle drauf. Oh, du bist der Einzige, der noch drin ist. Danke. So, Oh, super. Ich bin auch bio konserviert. Nennen wir es mal so. Also, das war echt ein bisschen mies. Ich habe meine Verbände nicht mehr im Gürtel. Und dann hat mich dieser Stun, der hat mich gleichzeitig zum Bluten gebracht. Ja. Jasmin, du bist infiziert? Hier, guck mal. Nimm das, dann müsste es besser gehen. Ich hab dir hinten was hingeworfen. Steht das irgendwo? Hier. Siehst du so links so ein Biohazard-Zeichen? Ein was? Biohazard-Zeichen. Nicht so ein radioaktiv, so Biohazard. Das sind so drei Halbkreise. Eins nach oben guckend und die... Nee, dann bist du nicht infiziert. Dürfte ich dann den Honig haben, weil ich bin infiziert? Ja, natürlich. Danke. Merci. So, Benutzer. Hier. Einmal ein Stack Bandagen. Wer braucht? Ich hab. Hab hier eine. Na gut, dann kannst du hier gerne noch mal 10 haben. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin hier gerade auch ein paar am Herstellen, dank der Zelte. So, was sagt jetzt hier das Innenleben? Ja, Essen. Und eine Kiste. Working Stiff Tools. Oh, eine Wrench und eine Metallschaufel. Gelb. Eine Bonbondose. Bonbondose, wenn sowas auf dem Boden liegt oder Radkappen, bitte vermeiden. Es macht sonst immer Bumm. Anders gesagt, es sind dann Landminen. Jo, also wenn wir Richtung Südwest gehen, dann treffen wir auf das, wie nennt sich das? Normale grüne. Okay. Da, wo es einem eigentlich gut geht, und da ist auch eine Stadt. Wollen wir uns in die Richtung begeben? Können wir. Jasmin? Hm? Wo bist du? Du bist, glaube ich, die Einzige, wo noch keine Kleidung, also normale Kleidung hat. Da würde ich sagen, nimm mal das und nimm mal das. Und das kann auch nicht schaden. Okay. Und für alle anderen, Prost! So, Richtung Südwesten, sagtest du. Mhm. Können wir gerne gehen.
Sobald ich aber einen großen Ressourcenstein sehe, also wo nur Stein ist, werde ich eine kleine Pause einlegen, um mir da ein bisschen Stein zu holen. Wie viel brauchst du denn? Warte mal, ich guck mal, wie viele Federn habe ich. Ja, so 15 Stück, dass ich mal ein paar mehr Pfeile wieder habe. Weil nur 10 Pfeile ist ein bisschen öde. Ja, ich kann dir 100 geben. Okay, jetzt hätte ich was Falsches gesagt. So gebe die Steine mir. Dankeschön. Ja, da rollen Ro so. Rolling Hast Stones, okay, geil. Ja. Das Original. Arrow, warum will der. Fehlt dir Holz? Ne, jetzt. Irgendwie hat er mir die Box of Arrows, die habe ich noch nie gecraftet, auf einmal reingezogen ins Crafting-Menü. So. Oh, ich habe da was ganz Falsches gecraftet. Ups. Brauchst noch mal 100? Nee, nee, nee. Ich habe irgendwie 50 Holzkeulen in Auftrag gegeben. Fällt mir gerade auf. Ich sehe sie gerade brutzeln. So, jetzt habe ich die purzelnden Holzkeulen. Oh, die Zeit ist zum Glück vorbei, ne? Damals hat man ja seine Waffen leveln müssen, indem man sie tausendmal hergibt. Jo. Ich sag mal so, das war schon teilweise zu einfach. Da hast du hier Steinäxte hergestellt oder einen Riesenschwarm Pfeile in Auftrag gegeben. Ja, hat Erfahrungspunkte gegeben, ne? So in etwa. Wollen wir noch vorher hier durch dieses kleine Städtchen laufen? Oh, ein Stein. Oh, da hinten, Holzfäller. Wo denn? Oh, da. Zwei, eine vor dir. Was bist du? Ups. In your face! Don't rage on me! Hoho, Headshot! Der reicht immer noch. Gibt's das? Boah, Hilfe. Siehst aus wie ein Igel mit den ganzen Pfeilen. Gib mir meine Pfeile her. Die waren teuer herzustellen. Okay. Wie konnte der mich jetzt aus der Entfernung treffen? Ja, das ist leider so wieder wie eine Alpha 11 oder Alpha 12. Gogo Gadgetto Arme, nenne ich das. Schmerzt gerade. Und wir müssen aufpassen, weil der macht gerne so viel Krach, dass sich ein zweiter unbemerkt anschleichen kann. Oder Pfeile durch Ja, ihn genau durchgehen. hinter dir. Tschüss. So, Kusch. Ach so, so Holzstämme, Baumstämme sind nicht verkehrt, wenn wir die abbauen. Wow, der raged. Geh weg. Ah, komm her. Laufen wir mal hier 100 Mal umher. Genau, wenn du den abbaust, ist nicht so verkehrt. Da kannst du auch ein Glas Honig mal rausbekommen. Wie man kriegt ein Glas Honig aus Bäumen. Baumstämmen. Wow, habe ich mal was Neues gelernt. Das wusste ich noch nicht. Also nicht Krass. immer, nicht immer. Da ist so eine gewisse Chance, wo besteht. Früher hast du eigentlich aus denen, die waren dann innen hohl, immer guten Loot rausbekommen. Deswegen bin ich immer sehr gerne im Schneebiom gespawnt. Vorsicht! Huch. Geh weg, nein, noch ein Hit und ich bin weg.
Kollege führt die. Oh. Boah, krass. Krass, 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 krass. Boah, da ist schon... Oh, da hinten ist eine Wildkatze. Nein. Geh weg. Ja. Oh, 1,7 Kilometer. Shit. Du, Antares? Ja. Könnte der Revolverheld mal vielleicht hierher kommen? Wenn ich Munition hätte, könnte ich auch gut was helfen. Ich kann auch ohne Munition kommen. Ja, ich drehe um. Oh. Ja, Säcke, ich kann nicht mal hier in Ruhe schnell Gesundheitskillen. So, jetzt habe ich auch ein Gesundheit geskillt. Jetzt dürfte mein Lebenssteller wieder hochgehen. Oh ja, das waren zwei hinter mir. Okay. Na gut, Leute. Kommt mal hier aus der Gegend raus. Wenn Jasmin kommt, braucht sie euch nicht hier unbedingt wiederzufinden. So. Könnte ich noch looten vielleicht. So, ich bin hinter. Suppi. So. Brauchst du eine Eisenschaufel oder eine Stahlschaufel? Ich habe schon mal eine Eisenschaufel. Okay. Was wir auch gleich machen können, wir können, so wie ich es mit Lasko gemacht habe, mal gucken. Oder was Federn so... brauchst du auch hier. Ja, wir können sowas Ähnliches halt machen und gucken, wer welche Ressourcen hat und die aufteilen, dass unser Inventar wieder ein bisschen... Ja, also ich bin halt schon ewig überladen. Hier, Casino-Tokens, wenn du die vielleicht stapeln kannst. Sind nur zwei, aber... Nee, kann ich nicht. Hast du Nitratpulver? Nee. Öl? Nein. Das sind so Sachen, die braucht man immer später erst. Die habe ich schon gleich weggeworfen, weil ich keinen Platz Benzin hätte. Benzin habe ich auch. Kann ich dir geben, wenn du möchtest. Ja. Da, liegt. Öl sammle ich immer schon gerne am Anfang ein. Weil wenn man es braucht, dann dauert's. Das stimmt. So. Sowas wie Eisen, Messing und Blei kannst du auch geben. Habe ich. Sammle ich. Jo. Gib ich dir gleich. Hast du nur Schrotze oder so? Ich habe 4 Patronen. Kann ich dir geben. Nee, leider nicht. Ich habe nur ein Jagdgewehr und eine Pistole. Aber Munition habe ich. Okay. Also wenn du mir die... Ja. Nee. Das Ach war so. Jetzt... Hier, die kann ich dir so geben. Gut. So. Da hinten ist Jasmin. Noch knapp 500 Meter entfernt. Wir können schon mal in ihre Richtung laufen, so in etwa. Nur um zu gucken. Ja, jetzt kann ich auch wieder laufen. Ja, super. Ja, Dito. Hast du vielleicht noch eine Aspirin oder sowas? Nee. Okay. Ich habe noch ein Antibiotika, falls du... Nö, danke. Ich muss eh zu meinem Rucksack. Ja. Ja, also Aspirin könnte ich auch selber gut gebrauchen. Ich bin erstaunt, ich habe jetzt den Healing Factor einmal geskillt und... Habe ich auch, ja. Gut. Das dauert halt beim ersten Mal 60 Sekunden lang... musst du warten, um ein Leben zu bekommen.
So, Eisen könnte ich dir jetzt geben. Okay. Ich habe mich jetzt verlesen. Ich habe gedacht, du stehst 1,3 Kilometer weit weg. Wollte aber sagen, du bist ganz in der Nähe. Wie kann das sein? Aber das, ich habe mich verlesen einfach. Naja. So, gut. Ja, Eisen kannst du gerne geben. Jo, habe ich gedroppt. Hä, warum kann ich das nicht einsammeln? Hallo? Jetzt. Was du auch machen kannst, wenn du unterwegs bist, Jasmin, kannst du nochmal Pflanzenfasern einsammeln und dir nochmal so einen Schlafsack craften und hier platzieren. Das mache ich ganz gerne mal so ab und zu, bevor ich jetzt eine richtige Basis habe. So, sei nur vorsichtig eben mal deine große Miezekatze. Da war das ganz so weit weg. Wo ist das denn gedroppt? Siehst du es nicht? Du müsstest so ein blaues Zeichen auf dem Kompass sehen. Da, hier, guck mal. Hier am Boden. Getan von Schnee. Nein. Wie war das mit Nitratpulver? Kannst du mir geben, wenn du das nicht sammeln willst? Ich hab's in meinem Inventar. Ich glaube, bei dir ist das besser aufgehoben. Boah, nicht unbedingt. Ich muss noch viel skillen, Habe bevor ich wir es nutzen. rausgeworfen? Okay, Sekunde, ich bin gleich da. Wo? Da hinten. Oh, Ausdauer natürlich. Ausdauer. Dann habe ich jetzt hier einen Schlafsack. Jod. Kann ich mir irgendwas Stärkeres craften wie eine Steinaxt und einen Holzknüppel? Das ist halt von deinen vergebenen Perk-Punkten, also Skill-Punkten. Und Also ich hätte noch so einen Eisenspeer. Vielleicht ist der ein bisschen besser. ja, der ist auf Achtung, jeden Fall. hinter euch. Hinter dir, Jasmin, lauf vorwärts. Jasmin, laufen, laufen, laufen. Genau. Nein, don't hit me. Oh, er hat einen Pfeil sonst wo stecken. Deswegen ist er auch im Rage-Modus. Gib mir mal einen Pfeil her. Ach so, So, hier. Gebe das auf. Jasmin, wenn du mal mit Pfeil und Bogen am Schießen bist und dann auf einmal doch nicht den Bogen, den Pfeil losschießen möchtest, drück dann R. Okay. Achtung, Vorsicht, da kommt noch ein. da kommt noch einer. Für Retour. Was war denn mit ihm jetzt los? Hat er Karussell gespielt? Jasmin, Achtung. Oh. Ja. Ach, du hast einen Mod auf dem Fa. Geil. Hattest du den schon gemoddet, Antares, oder war der so? Ja. Geil. Du kannst deinen. Ich will das jetzt unbedingt mal ausprobieren. Du kannst auch hier das werfen. Du musst aber minimal, so einen Millimeter mehr nach rechts, glaube ich, zielen. Okay. Aber probier es erstmal so aus, frei Schnauze. Und lauf, Aber es lauf. hat nicht funktioniert. Guck, wo dein Dings hin ist. Der muss irgendwo hier hinten gelandet sein.
helfe dir auch mal suchen. So weit, glaube ich, kann er nicht geflogen sein, oder? Nee. Oder steckt er noch im Zombie? Aber dann hätte er doch gebrannt. Nicht unbedingt. Okay. Warte, hier vorne leuchtet's. Hier ist er. Hast du? Gut. Ja, so ist er viel einfacher zu finden. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Unterschlupf suchen. Weil Richtung Südwesten. Aber Antares ist ja schon dabei. Ach so, Jasmin, ich warne dich vor, wenn du irgendwann mal so eine Baustelle findest, wo du runter kannst und da eine Höhle ist. Vorsicht, in der Höhle lauert ein Zombiebär. Ein Zombie-Bär. Ja. Da bin ich zum ersten Okay. Mal drüber gestolpert, als ich mit Antares gezockt hatte. Und zum Glück hatte ich eine Granate mit dabei. Na, immerhin. Ich öffne und du kannst looten. Go. Ein Wire-Tool, mehr nicht. Okay, Obwohl enttäuschend. ich Lucky Looter 3 habe. Dito. Okay. Unter uns ist wieder die wilde Wutz los. Ich gehe mal runter. Hallo. Hallo. Ich will runter. Hallo. Okay. Bicycle Handlebar, Taschenmotorradlenker und Bicycle Chassis. Oh, eine Horde. Ach du Heilig. Raus, Jasmin, schnell hier raus. Sonst sind wir gefangen, wenn die Horde da ist. Wow, weg hier. Kuckuck, komm her, Zombie. Habe ich die Granate noch? Ja, hab. Geilo. Party hart. Darf nur nicht daneben werfen. Ja. Bangarang. Boom. Ja, siehst Geil. du. Hat gut funktioniert. Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen laut. Ich muss mich da drin gewöhnen. Ja, gar nicht erst von Anfang an immer leise sein, dann wird irgendwann bei jedem Mucks. Ja, aber jetzt war ich schon ein bisschen deutlicher laut. Okay. Ja, am Anfang erschrecken die sich immer so. Hallo, die Dame. Oh, sorry, der Pfeil, das war keine Absicht. Tschüss. Oh, ein Crawler. Oh, hier ist sogar ein Rocker. Hallo. Hallo, Joel. Hinter dir. Oh, da ist ein. Ich loote erstmal in Ruhe das Auto. Hat sich gelohnt, da sind Aspirin drin. Oh, meine Textur gerade hoch. Hallo, Textur. Schön, dich zu sehen. Pass auf, die kommen näher. Ah, schade, dass sie nicht auf dich drauf zugehen. Sieht sie denn aus? Ja, das ist Sieht aus wie eine eine. Hexe. Ja, so in etwa. Na toll, Pfeil versemmelt. Arrow. Also der geht direkt auf mich drauf zu. Also einer von euch kann ihn schön von hinten angreifen und sich dann wieder entfernen. Lauf! Genau. Lauf, Jasmin!
Und dann kann ich ihm in den Rücken fallen. Der Rocker steht da hinten. Ich würde sagen, lass mir den erstmal und suchen uns schnell eine Bleibe. Okay. Ach, da ist wieder so ein Gesell. Wir könnten hier einfach aufs Dach. Ja. Eins weiter nach vorne. So, dann einfach hier hin. Bist du unten? Ja, runtergefallen. Achso. Sorry. Party? Ein Billardtisch ist da drin, geil. So. Aber gut, ihr Lieben, ich würde auch sagen, dass wir am Ende der ersten Folge von diesem Let's Test Together angekommen sind. Jo. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden, bei dir Jasmin. Aber gerne doch. Und bei dir Antares. Immer wieder gerne. Dann, ihr Lieben, ihr könnt auch gerne Kommentare da lassen. Ich freue mich immer, wenn ihr Tipps, Vorschläge und Ideen da lasst. Gern gesehen und ja, vielleicht können wir uns auch mal nett unterhalten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.